Herzlich willkommen zum Video über ideale Gase und die kinetische Gastheorie. In diesem Video werden wir sehen, wie wir aus experimentellen Ergebnissen die ideale Gasgleichung herleiten können und diese dann mit der kinetischen Gastheorie verknüpfen. Mitte des 17. Jahrhunderts entdeckten der irische Wissenschaftler Robert Boyle und der französische Wissenschaftler Edme Mariotte unabhängig voneinander das nach ihnen benannte Boyle-Mariotte-Gesetz. Es besagt, dass bei konstanter Temperatur das Volumen invers proportional zum Druck eines Gases ist oder auch, dass das Produkt aus Druck und Volumen konstant ist. Die Entdeckung machte Boyle anhand des folgenden experimentellen Aufbaus. Das Experiment beruht auf einem U-Rohr, welches auf einer Seite verschlossen ist, sodass eine fixe Menge Gas in diesem oberen Teil des U-Rohrs gefangen ist, welche durch diese Flüssigkeit, er benutzte Quecksilber, von der Außenwelt abgeschnitten ist. Wenn er nun in die offene Seite des U-Rohrs zusätzliches Quecksilber einfüllt, steigt der Pegel auf beiden Seiten des U-Rohrs. Füllt er nun abermals Quecksilber hinzu, so steigt es auf der rechten Seite immer weniger. Durch erneutes Füllen auf der linken Seite steigt der Pegel auf der rechten Seite erneut weniger. Somit ist das Volumen invers proportional zu dem Druck, der hier linear erhöht wurde, während hier das Volumen in immer kleineren Schritten reduziert wurde. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entdeckte der französische Wissenschaftler Joseph-Louis Gay-Lussac das nach ihm benannte Gesetz. Dieses Gesetz besagt, dass sich das Volumen proportional zur Temperatur verhält, wenn der Druck konstant bleibt. Entdeckt hatte er dies, indem er einen Zylinder mit Gas gefüllt hatte. Durch wiederholtes Erwärmen und Abkühlen des Gasvolumens in dem Zylinder wurde der Kolben nach links und rechts verschoben. Dadurch konnte er das Volumen bestimmen und entdeckte die Proportionalität zwischen Volumen und Temperatur. Intuitiv ist klar, dass das Volumen außerdem proportional zur Stoffmenge sein muss. Zusammen mit dem Gesetz von Boyle-Mariotte und Gay-Lussac folgt daraus die ideale Gasgleichung. Wobei hier
die Proportionalitätskonstante R eingeführt wurde, die als universelle Gaskonstante bekannt ist. In SI-Einheiten hat sie den ungefähren Wert von R gleich 8,314 Joule pro Kelvin und Mol. Die Stoffmenge N ist hier gegeben als die Anzahl Mol an Molekülen in dem betrachteten Volumen. Wenn man statt der Stoffmenge in Mol die direkte Beschreibung in Abhängigkeit der Anzahl Moleküle oder Atome haben möchte, so gibt es eine alternative Formulierung der idealen Gasgleichung, die gegeben ist als PV ist gleich groß N mal KB mal T, wobei KB die sogenannte Boltzmann-Konstante ist und N die Anzahl der Moleküle. Der Zusammenhang zwischen groß N und klein N ist dabei so gegeben, dass groß N gleich klein N mal NA ist, wobei NA die Avogadro-Konstante ist, das heißt die Anzahl Moleküle, die in einem Mol stecken. Die Avogadro-Zahl NA ist gegeben in SI-Einheiten als 6,022 mal 10 hoch 23 invers Mol. Und über den Zusammenhang ist auch klar, wie die Boltzmann-Konstante mit der universellen Gaskonstante zusammenhängt. Und zwar muss einfach die universelle Gaskonstante durch die Avogadro-Zahl geteilt werden, sodass die Boltzmann-Konstante gegeben ist als 1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin. In den kommenden Videos werden wir sehen, wie wir mit Hilfe der universellen Gasgleichung unterschiedliche Prozesse beschreiben können. Im zweiten Teil dieses Videos wollen wir das Gas nur noch statistisch betrachten, um einen Zusammenhang zwischen dem Druck, der mittleren Geschwindigkeit und der Energie des Gases herzuleiten. Dies machen wir im Rahmen der sogenannten kinetischen Gastheorie. Die kinetische Gastheorie basiert auf den folgenden vier einfachen Annahmen. Erstens betrachten wir ein ideales Gas, welches wir mit der idealen Gasgleichung, die wir gerade kennengelernt haben, beschreiben können und welches nur elastisch mit anderen Gasteilchen oder den Wänden, die es einsperrt, wechselwirkt. Zweitens nehmen wir an, dass sich alle Teilchen mit der mittleren Geschwindigkeit v bewegen.
Drittens nehmen wir an, dass sich zu jeder Zeit ein Sechstel aller Teilchen auf eine Seite des Würfels zubewegt, der das Volumen umgibt, welches wir betrachten. Und viertens nehmen wir an, dass sich in dem Volumen n Teilchen befinden, sodass die Teilchendichte durch n geteilt durch v gegeben ist. Mit Hilfe dieser Annahmen sehen wir, dass die Anzahl von Teilchen, die in einer Zeit Delta t mit einer der Seitenflächen mit Fläche A kollidieren, gegeben ist als 1 Sechstel mal der Teilchenzahldichte mal der Fläche des Würfels A mal der mittleren Geschwindigkeit v mal der Zeitspanne Delta t, die wir betrachten. Die Teilchen tragen dabei einen Impuls, der gegeben ist aus dem Produkt ihrer Masse und ihrer Geschwindigkeit. Da bei einer elastischen Kollision keine Energie verloren geht, ist der Impulstransfer bei der Kollision doppelt so hoch wie der ursprüngliche Impuls. Dieser Impulstransfer findet ebenfalls in der Zeit Delta t statt. Somit ist die Kraft, die auf die Fläche einwirkt, gegeben als 1 Drittel mal die Teilchenzahldichte n durch v mal die Fläche a mal die Masse der Moleküle m mal der Geschwindigkeit zum Quadrat. Teilen wir diese Gleichung nun durch a, erhalten wir auf der linken Seite den Druck. Multiplizieren wir des Weiteren mit v, so steht auf der linken Seite p mal v und auf der rechten Seite ein Ausdruck, der verdächtig an die kinetische Energie erinnert. Dies können wir umschreiben als 2 Drittel mal n mal 1 halb m mal die mittlere Geschwindigkeit zum Quadrat. Und das ist gleich 2 Drittel n mal die mittlere kinetische Energie. Dies ist der versprochene Zusammenhang zwischen dem Druck, der mittleren Geschwindigkeit und der mittleren kinetischen Energie des Gases mit dem Vorfaktor 2 Drittel, der in diesem Fall zutrifft, weil wir ein ideales Gas angenommen haben, das sich aus punktförmigen Teilchen zusammensetzt.